Walker. Dieses tragbare Transportmittel mit vier Rädern ist aus Carbon hergestellt und seine Abmessungen übersteigen nicht jene einer Personenwaage. Um es in Bewegung zu setzen, muss man sich auf eine Plattform stellen, dabei kann das Gerät auf bis zu 16 km pro Stunde beschleunigen. Die Kurven erfolgen durch das Beugen des Oberkörpers und für eine volle Bremsung muss der Benutzer einfach auf den Boden absteigen. Die Plattform wiegt knappe 3 Kilogramm und kann eine Stunde lang ohne Nachladen fahren. Um den Akku aufzuladen, braucht man ca. 60 Minuten. Trotz seiner kompakten Abmessungen ist das Gadget ziemlich stabil und kann ein Gewicht von über 100 Kilogramm aushalten. Zu haben ist das ungewöhnliche Transportmittel für 1280 US-Dollar auf der offiziellen Website des Herstellers. Q-Bottle. Für alle, die großen Wert auf ihre Gesundheit legen, gehört eine Wasserflasche zum täglichen Begleiter. Diese Flasche jedoch unterscheidet sich von den meisten Sportflaschen, die am Markt vorgestellt sind, durch ihren außergewöhnlichen Stil. Das besondere Design ermöglicht es, die Größe der Flasche je nach Bedarf und Zweck zu verändern. Das Gadget ist aus Stahl und Silikon hergestellt und hat keine Angst vor Temperaturunterschieden. Man kann also sowohl kalte als auch Heißgetränke bis 60 Grad Celsius in die Flasche gießen. Ein fest verschließbarer Deckel schützt die Flasche sicher vor dem Ausrinnen und die flexible Struktur erhöht deutlich ihre Stabilität. Deswegen wird sie nicht kaputt, auch wenn sie auf eine harte Fläche hinunterfällt. Die Flasche ist in 4 Farben und 2 Größen erhältlich und kann auch im Geschirrspüler gereinigt werden. Der Preis dafür beträgt 25 US-Dollar. Silent Mode. Dieses ungewöhnliche Gadget stellt eine clevere Schlafmaske dar, die Licht und jegliche Geräusche blockieren kann. Optisch ähnelt es einem Virtual Reality Helm, wird mit Hilfe von Klettbändern fixiert und umschließt den Kopf des Benutzers, unabhängig von seiner Größe. Von innen ist das Accessoire mit einem weichen Schaumstoff überzogen, der einen sogenannten Memory-Effekt hat, der es ermöglicht, den üblichen Polster zu ersetzen. Dabei werden nicht nur das Licht, sondern auch externe Geräusche blockiert. Das dichte Material lässt die Strahlen nicht durch, auch wenn sie direkt auf den Benutzer gerichtet sind. Und die weichen Pads passen zu den Ohren und blockieren alle externen Geräusche. Was nicht nur beim Tagschlaf, sondern auch bei Reisen oder während der Meditation nützlich ist. Die Maske verfügt über integrierte Lautsprecher, die innerhalb der weichen Schicht bewegt werden können, um eine angenehme Position auszusuchen. Mithilfe von Bluetooth auf dem Smartphone des Besitzers werden beruhigende Geräusche, die zur Entspannung beitragen, sowie Anweisungen für Atemübungen ausgestrahlt. Außerdem ist das Gadget mit Spotify und anderen Musik-Apps am Handy kompatibel. Der eingebaute Akku hält 24 Stunden lang. Zu haben ist das Gerät für 130 US-Dollar. Neo Smart Pen N2. Dieser einzigartige Kugelschreiber ermöglicht es, den am Papier geschriebenen Text auf das Smartphone zu übertragen. Das Gehäuse des Gadgets ist aus Aluminium hergestellt und mit einem LED-Indikator am Ende bestückt, der bei Verbindung mit dem Smartphone blinkt, sowie mit einer einzigen Taste, die für das Einschalten und die Synchronisierung verantwortlich ist. Im Set werden mit dem Gadget ein USB-Kabel zum Aufladen, ein Schreibblock und eine Ersatzmine geliefert. Der Schreibblock mit einer bestimmten Linierung der Seiten ermöglicht dann das Ablesen des Geschriebenen. Spannend ist, dass das Gerät auch ohne direkte Verbindung zum Smartphone arbeiten kann. Der geschriebene Text wird in den Speicher des Gadgets übertragen und bei der Synchronisierung mit dem Smartphone dann auch in seine Memory. Die begleitende App, die am Smartphone installiert ist, ermöglicht es, das Geschriebene zu bearbeiten und zu editieren und sofort in elektronischer Form umzuwandeln, in unterschiedliche Formate zu speichern und in sozialen Netzwerken zu versenden. Der Kugelschreiber ist in 2 Farben erhältlich und kostet 140 US-Dollar. Peacock Mini. Diese hochgenaue Waage misst gleich 12 biometrische Eigenschaften, einschließlich des Gewichts, des Fettgehalts, des Wassergehalts im Körper und anderen wichtigen Werten. Um die Informationen abzulesen, braucht die Waage nur 3 Sekunden. Alle Daten werden automatisch in eine Statistik einer App übertragen, die mit iOS- und Android-Geräten kompatibel ist. Außerdem kann das Gadget seinen Besitzer erkennen. Deswegen stellt ein zufälliger Gast, der sich auf die Waage stellt, keine Gefahr für die eigene Statistik dar. Noch ein wichtiger Vorteil des Gadgets ist seine kompakte Größe. Die quadratische Waage mit einer Seitenlänge von 26 cm braucht nicht viel Platz und passt sogar für eine kleine Wohnung. Man muss auch anmerken, dass die Höhe der Waage nur 2 cm beträgt.
Das Gehäuse des Gadgets ist aus hochwertigem Plastik hergestellt und kann ein Gewicht von 150 Kilogramm aushalten. Die hellen LED-Ziffern sind auch bei schlechter Beleuchtung gut zu sehen und die abgerundeten Enden tragen zur Sicherheit bei. Den Preis dafür konnten wir leider nicht herausfinden. FunkSim. Dieses chinesische Gadget kann gleichzeitig ein iPhone X und eine Apple Watch oder andere Geräte, die den Qi-Standard unterstützen, aufladen. Das Gerät stellt einen ausgezogenen ovalen Teppich aus weißem Plastik dar, der im Apple-Stil gemacht ist. Es hat eine Leistung von 10 Watt und kann auch als Ladegerät für Android-Geräte und alle anderen kompatiblen Geräte verwendet werden. Das induktive Element ist ins Gehäuse eingebaut, aber der Benutzer muss ein bestimmtes Ladegerät für die Smartwatch, die mit im Set ist, extra kaufen. Dafür befindet sich unter dem Deckel des Geräts eine spezielle Aushöhlung sowie einzelne Einschiebe für das Kabel. Der Preis für dieses Gerät für eine kabellose Aufladung beträgt 30 US-Dollar. Sensor Wake. Diese Weckuhr, die derzeit keinen Konkurrenten am Markt hat, weckt eine Person auf, indem sie ein bestimmtes Aroma freisetzt. Das quadratische Gerät ist sehr einfach in der Verwendung und braucht keine Synchronisierung mit dem Smartphone. Alle Tasten befinden sich am Gehäuse und sind deutlich markiert. Daneben befindet sich eine Vertiefung, wohin man eine Duftpatrone stecken muss. Im Set sind zwei Duftpatronen mit dem Geruch von frischem Brot dabei und wenn man dazu zahlt, können weitere Aromas bestellt werden. Eine Patrone reicht für 30 Weckeinheiten, also für einen ganzen Monat. Wenn der Benutzer den Wecker nicht innerhalb von 2 Minuten ausschaltet, wird ein Alarmsignal aktiviert. Der Preis dafür beträgt 117,5 US-Dollar. CreoPop. Dieser kabellose Stift arbeitet mit Photopolymer anstatt von Tinte, der in wenigen Sekunden unter dem Einfluss von UV-Strahlung verhärtet. Diese Methode wurde als Kaltdruckverfahren bezeichnet, da während des Malprozesses nichts erhitzt wird. Damit ist die Polymertinte total ungefährlich und der Benutzer muss keine Angst vor Verbrennungen haben, selbst wenn diese Tinte versehentlich auf die Haut tropft. Die an der Spitze installierten 3 leistungsstarken UV-LEDs sorgen für die Erstarrung des Materials. Die Zufuhr des Gels wird vom Besitzer selbst reguliert. Zum Aufladen benötigt das Gerät ein Standard-USB-Kabel, das im Set geliefert wird. Die Entwickler haben mehrere Optionen für die Tinte zur Verfügung gestellt. Es ist auch eine farbige und eine aromatische Tinte mit dabei. Der Stift mit den Funktionen eines 3D-Druckers kann für 130 US-Dollar gekauft werden. Yike Bike. Bei einem Gewicht von 12 bis 15 Kilogramm wird dieses Rad vom Hersteller als das kleinste zusammenklappbare Elektrorad der Welt bezeichnet. In zusammengeklappter Form passt es sogar in eine Tasche und um das Rad in Arbeitsposition zu bringen, werden nur 15 Sekunden benötigt. Durch seine Kompaktheit und seine Leichtigkeit beschloss man, das Rad mit keinem Anti-Diebstahl-System auszustatten, da man annimmt, dass der Benutzer das Rad einfach immer bei sich tragen wird. Eine Aufladung genügt für 23 Kilometer Fahrt, also kann es ruhig in der Stadt verwendet werden und eine Geschwindigkeit von 25 km pro Stunde erreichen. Dabei ermöglicht das große Vorderrad mit einem 20 Zoll Durchmesser alle Hürden und Straßenunebenheiten zu überwinden. Noch eine Besonderheit dieses Elektrofahrrads sind seine LED-Systeme, die unabhängig von der Uhrzeit für eine erhöhte Sicherheit des Fahrers und der anderen Verkehrsteilnehmer arbeiten. Je nach Kundenwunsch kann der Fahrradrahmen aus Carbon oder Aluminium gemacht werden. Dieses E-Bike kostet dann 6.500 oder 4.000 US. Envy. Obwohl dieses Auto wie ein futuristisches Spielzeug oder wie ein Zubehör für einen Fantasyfilm aussieht, ist es trotzdem unsere Aufmerksamkeit wert. Die Kapsel mit den Abmessungen 1,50 x 1,50 wiegt nur 400 Kilogramm und das komplette elektrische System schließt alle gefährlichen Abgase bei der Fahrt aus und ermöglicht 40 bis 50 Kilometer autonome Fahrt bei einer Geschwindigkeit von 45 Kilometer pro Stunde. Außerdem versprechen die Autoren dieses Konzepts, das Transportmittel mit einer kabellosen Aufladung und autonomen Fahrtmöglichkeiten mithilfe von GPS-Technologien auszustatten. Die eingebauten Sensoren können mit der Stadtinfrastruktur und ähnlicher Citycars-Daten austauschen und bieten eine optimale Sicherheit vor Zusammenstößen auch auf Straßen mit viel Verkehr. Leider konnten wir den Preis dafür nicht herausfinden. Leute, es ist Zeit für euch, euer Gehirn aufzuladen.
besucht den Braintime-Kanal. Dort findet ihr viele interessante und nützliche Fakten, aber auch jede Menge positive Energie und jede Menge nützliche Informationen. Jetzt abonnieren! Wir versprechen euch, dass es richtig spannend wird.